und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Nun, die EM ist ja in vollem Gange und ich dachte mir, ich möchte gerne fürs Fußballspiel mal was anderes auf den Tisch bringen, was anderes als die üblichen Snacks halt, und bin über ein Rezept gestolpert, Popcorn, Sour Cream and Onion, und dachte mir zuerst, okay, Sour Cream and Onion liebe ich, aber mit Popcorn, und wie soll es daran haften? Und dann habe ich das gestern zum ersten Mal ausprobiert und ich war voll geflasht. Das ist so gigantisch lecker, dass ich gesagt habe, das muss ich unbedingt direkt verfilmen, damit es sich halt noch lohnt. Und das werden wir jetzt heute tun. Für das Popcorn Sour Cream and Onion brauchen wir Hefeflocken. Also ich habe hier so ein großes Päckchen, aber ich denke, die bekommt ihr auch irgendwo. DM, Edeka, Rewe, da weiß ich, die haben Hefeflocken auch in kleinen Portionen. Dann brauchen wir Milchpulver, 30 Gramm, 4 Teelöffel Zwiebelpulver. Ich habe es aufgebraucht, ich werde gleich mir noch Zwiebelpulver selber herstellen. Und dann 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Dillspitzen und Bio-Popcorn-Mais. Und ich habe jetzt, ihr könnt es natürlich in der Pfanne mit Öl, lasst ihr das Öl heiß werden und dann Popcorn rein, Deckel drauf. Und wenn ihr dann kaum noch Popgeräusche hört, dann ist das Popcorn auch komplett fertig. Oder ihr macht es so wie ich gleich. Ich habe hier, und den habe ich, keine Ahnung, 15 Jahre bestimmt, mindestens, habe ich diesen hier. Die kosten 20 Euro das Stück. Die sind total easy. Ich werde euch mal, ich weiß nicht, ob ich dasselbe bekomme, aber von der Machart her werde ich es mal unten in die Empfehlungsliste reinstellen. Einfach anstellen, fertig, und das Ding läuft von alleine. Super easy, wenn man gerade mal zwischendurch Popcorn machen will. Gerade wenn man Enkelkinder hat, lohnt sich die Anschaffung. Definitiv. Mal gucken, was ich noch alles für Popcorn-Rezepte rausbringe. Eins habe ich ja schon, das ist aber so ein Weihnachtspopcorn. Wir brauchen ja 4 Teelöffel Zwiebelpulver. Und ich habe jetzt hier diese gefriergetrockneten Zwiebeln. Die sind so klasse von dieser Firma. Ich werde es euch auch unten in die Empfehlungsliste reinstellen. Aber manchmal braucht man ja nur auch Zwiebelpulver. Und dann werde ich mir einfach welche hier reingeben. Muss neu bestellen. Ist alles aufgebraucht. So, mein Mixi-Meiser ist in der Spülmaschine. Deswegen gebe ich gerade hier so meinen Silikondeckel oben drauf. Dann staubt es nicht so. Und dann zerkleine ich das so lange auf der Stufe 10, bis ich halt kein Knistern mehr höre. Und dann ist es fertig, das Zwiebelpulver. Ich habe mir jetzt hier ein Gewürzglas gemacht mit Zwiebeln. Die sind auch total genial. Man bekommt halt auch diese Etiketten. Die kann man sich auch besorgen. Alles, was ich so hier verwende, das werde ich einfach unten in die Empfehlungsliste schreiben, falls es euch interessiert. Wenn ich das natürlich mit dem Mixi-Meiser mache, dann habe ich den Deckel nicht so versaut, aber das ist nicht schlimm. Schaut mal, so fein ist es. Mein Zwiebelpulver nach 35 Sekunden. Wie gesagt, wenn es aufhört im Topf zu rascheln, dann ist es meistens richtig gut. Und das fülle ich mir jetzt um. Also 4 Teelöffel habe ich mir jetzt abgefüllt, weil die brauchen wir ja. Und den Rest passt genau in mein Döschen. Das kann dann ins Regal. Und jetzt machen wir weiter und beginnen mit dem eigentlichen Rezept. Und zwar brauche ich 15 Gramm von der Hefe. So,
So sieht sie die Hefe aus, gell? Also die brauche ich für viele Rezepte. Das kommt so nach und nach, werdet ihr das schon sehen. Die müssen wir auch verpulverisieren. Und das machen wir 15 Sekunden auf der Stufe 10. Weil das staubt auch ein bisschen. Ja. Auch das alles schön nach unten schieben. Dazu kommen 30 Gramm Milchpulver. Ich habe jetzt hier Vollmilchpulver. Ihr könnt aber auch durchaus Magermilchpulver nehmen. Dazu die 4 Teelöffel Zwiebelpulver. 2 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Dill . Das Ganze wird jetzt vermischt. Und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 4. So sieht's jetzt aus. Und das duftet sowas von herrlich. Das gieße ich mir jetzt einfach in ein Glas. Schaut mal, so viel ist es jetzt geworden. Da kriegt ihr ein paar Portionen Popcorn definitiv raus. Und es ist eine super, super Geschenkidee. Und wir werden uns das jetzt anmischen, bevor wir das Popcorn machen. Und zwar nehmen wir, also ich mache 50 Gramm Popcorn. Das ist eine Füllung davon, ja. Dann kann ich sagen, ich brauche 2 gehäufte Esslöffel und nehme dann aber auch die gleiche Menge an Öl. Ich habe jetzt hier Rapsöl. 1, 2. Und das verrühre ich jetzt zu einer Paste. Also diese Konsistenz hat es. Es taucht bestimmt auch die Frage auf, kann ich nicht das trockene Popcorn mit dem Pulver mischen? Ja, aber es haftet nicht so gut an, fällt dann durch und man hat nicht den Geschmack, den man eigentlich braucht. Weil erstens sind 2 Esslöffel Öl, das ist in Ordnung. Und es wird von dem Popcorn aufgesogen, wenn es heiß ist. Da hat man nachher auch keine fettigen Finger oder so. Das war's und das stellen wir uns zur Seite. Ich habe jetzt hier mein Popcorn. So. Und so ein Verschlussdeckel sind 50 Gramm. Die kann ich dann einfach reingießen, stell mir eine Schüssel drunter. Bevor ich es anmache, das ist nämlich laut, gebe ich noch einen kleinen Tipp. Holt euch Handschuhe und haltet dann, wenn es anfängt zu poppen, einfach das Maschinchen so fest, weil dann gebt ihr dem Popcorn, was rauskommt, die Richtung, wie es fliegen soll, und das landet dann wirklich in der Schüssel und nicht, dass es dann hier rausfliegt und es landet überall auf eurer Anrichte oder so. Haltet einfach fest, weil das Maschinchen ist heiß hier oben, damit es eine Richtung hat, in die es fliegen kann. Ja? Und los geht's. Ihr seht, Popcorn ist fertig und jetzt sofort die Paste darüber verteilen.
aufsetzen. Und nicht zu feste, das Popcorn soll ja nicht kaputt gehen. Seht ihr? Super! Es ist nichts auf dem Boden haftend. Weil das Popcorn ja noch warm war, konnte sich das Öl super verteilen. Mmh. Oh Gott, ist das lecker. Mmh. Die EM ist gerettet. Ernsthaft. Ganz ernsthaft, das hier, das wird mein Lieblingspopcorn. Jedenfalls. Bis jetzt. Wer weiß, was ich noch so alles austüftle. So ein Weihnachtspopcorn vielleicht mit Lebkuchengewürz oder so. Aber das ist der echte Hammer. Perfekt für die EM. Und das wird ein ganz großer Aha-Effekt, wenn ihr es auf den Tisch stellt. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ich werde ihn haben. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell das mit diesem Gerät geht. Und ihr müsst keine Pfanne spülen. Nichts machen. Ne? Es ist einfach 20 Euro und ihr macht euren Kindern viel Freude damit und euch selbst auch, vor allen Dingen bei Sportveranstaltungen. Ansonsten bleibt neugierig und seid mal gefasst auf das, was am Freitag kommt und wünsche euch bis dahin einen knusprigen Tag. Ciao!